Tolles Spiel beider Mannschaften, der Krefeld Pinguine und der Kölner Haie. 1:0 steht es nach wie vor für den KFV. Man sagt ja so, Derbys, da werden vielleicht Legenden geboren. Und drei, die für Legenden stehen, die stehen bei mir. Da geht es allerdings um den Budenzauber, also um Hallenfußball. Und den gibt es am 7. Januar wieder hier im Königpalast, da wo jetzt noch Eis ist, wird es dann Hallenfußball geben mit tollen Traditionsmannschaften, unter anderem vom KFC Uerdingen. Und deswegen herzlich willkommen an Nico Weinhardt, geschäftsführender Vorstand vom KFC Uerdingen, an Frank Kirchhoff, ehemaliger Profi und Manager der Traditionsmannschaft, und Wolfgang Funkel, ebenfalls ehemaliger Profi vom KFC. Herzlich willkommen hier im Pinguine Fan TV, denn am 7. Januar gibt es hier wieder den großen Budenzauber, und das sollte man sich dick einrahmen im Kalender, gerade kurz vor Weihnachten, denn der Vorverkauf läuft ja noch. Definitiv, absolut. Wir können nur hoffen, dass die Fans genauso kommen zu unserem Event am 7. Januar, und so eine Stimmung machen wir die heute Abend. Das wäre natürlich perfekt. Ja, bis dato waren die Budenzauberspiele ja auch immer richtig gut besucht hier in Krefeld, und ich glaube, das macht Spaß, auch wenn wir hier die Fraktion der jungen Leute vertreten, aber ich glaube, so ein bisschen Legendenspiel, die Stimmung, die da herrscht, das ist auch unnachahmlich. Absolut, absolut. Also ich glaube, die Stimmung im Grotenburg-Stadion ist noch ein bisschen stärker, aber wir wollen alles dafür geben, dass die Stimmung hier in der Halle natürlich genauso gut wird und dem gleichwertig. Ne? Ich gehe davon aus, dass sehr, sehr viele Fans vom KFC Uerdingen auch da sein werden. Dafür geben wir alles. Ich spiele selber auch mit, ne? Und ja, macht Riesenspaß. Wolfgang Funkel ist einer der Mitglieder der traditionellen 85er-Mannschaft vom KFC. Und wenn man jetzt mal hier so mitschaut, wer alles dabei ist am 7. Januar, das liest sich ja wirklich wie ein Who is Who der großen alten Recken. 1. FC Köln, Schalke 04, MSV Duisburg, Borussia Dortmund, Gladbach. Auf wen können wir uns da freuen, Herr Funkel? Ich glaube, auf alle Fans. Hier Robot-mäßig, wir sind ja in einer Gruppe mit Borussia Dortmund und Schalke 04. Da bringen wir tolle Fans mit hier um Niederrhein, mit 1. FC Köln und Gladbach. Ich glaube, wir haben in den letzten zwei Jahren gutes Turnier geliefert, und ich hoffe natürlich, dass das auch, dass diesmal viele Zuschauer kommen und dass wir diesmal besser abschneiden wie die letzten zwei Jahre. Ich wollte gerade sagen, letztes Jahr, das tat, glaube ich, ziemlich weh, ne? Ja, das war sehr, sehr bitter. Wir haben uns auch dieses Jahr etwas verjüngt. Wir hatten eine sehr... ich sag mal, eine ältere Mannschaft. Die waren wohl im Schnitt 10 Jahre älter wie die anderen Mannschaften. Das haben wir jetzt ein bisschen reduziert und hoffen natürlich, dass wir jetzt besser abschneiden. Alter schützt vor Leistung nicht, ne? Das muss dann der Nico mit ausbaden. Budenzauber-Krefeld.de, das ist die wichtige Adresse. Aber ich möchte noch mal so ein paar Namen hören von den Spielern, die kommen, weil das ist ja wirklich nicht nur akribisch vorbereitet, sondern auch tolle Namen. Ja, absolut. Also wir haben bei Borussia Mönchengladbach spielen Marcel Janden, Jörg Neun, Torben Marx, André von Doronin und Chiquinho. Bei Borussia Dortmund Frank Mill, Thomas Helmer, Günter Breitzke. Beim FC Schalke 04 kommt Thomas Waldorf, vielleicht der Rüdiger Bramczyk, Olaf Thon, Willi Landgraf, RSS in Köln, Stefan Engels, Patrick Helmes, André Rudi, Matthias Scherz. Ja, und von uns haben wir alle 85er Pokalsieger dabei, die noch einigermaßen laufen können. Matthias Hergert natürlich, Marcel Wittitschek, Kap Schäfer kommt. Wenn wir ein bisschen Glück haben, kommt auch noch Ailton, und dann haben wir auch brasilianische Stimmen. Stefan Kunz, aktueller U21-Nationalspieler, hat sich angesagt, wenn er nicht nach Madeira muss zur U17-Weltmeisterschaft, dann wird er auch kommen. Also wirklich absolutes Top-Mannschaft haben wir aufgebaut, und wir hoffen, dass wir diesmal konkurrenzfähig sind. Na bitte, fehlen doch nur noch die Zuschauer am 7. Januar hier im Königpalast. Budenzauber-Krefeld.de, der Tag der Legenden im Fußball hier im Königpalast. Wer vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, noch ist die Chance da, und an den Kassen draußen gibt es natürlich jetzt noch Karten im Vorverkauf und auch sonst unter Budenzauber-Krefeld.de, 7. Januar hier im Königpalast. Wir wünschen viel Spaß gleich auch in Drittel Nummer 3 zwischen den Pinguinen und den Haien. Aktuell 1:0 für den KFV.